Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Boutiques. Mein Name ist Mona und ich darf euch wieder in den nächsten 45 Minuten durch den Kurs begleiten. Ja, Boutiques, was ist das ganz genau? Wie der Name schon sagt, der Fokus liegt auf unserem Booty, auf unserem Popo. Natürlich sind auch Beine ganz viel dabei und Bauch, Rücken stabilisierend auch sowieso immer dabei. Das sieht wie folgt aus: Wir wärmen uns gleich auf mit einer Warm-up-Choreografie. Wenn ihr schon mal bei Boutiques wart, damals zwei verschiedene. Ich mache die sozusagen neueste, die kennt ihr aber bestimmt auch schon, die hatten wir auch schon. Ansonsten einfach immer nur so gut mitmachen, wie ihr das drauf habt und mit einsteigen. Hauptsache, wir werden nun warm. Dann geht's in die Kräftigungsübungen im Stand. Machen wir zwei verschiedene und dann gehen wir in so ein Mini-Ausdauerteil und danach machen wir nochmal eine andere Kräftigungsübung und dann holen wir das von hinten wieder auf, gehen wieder in den Ausdauer und dann wieder in die ersten Kräftigungsübungen. Bisschen Trinkpausen dazwischen haben wir natürlich immer eingebaut, gehen aber auch noch gleich dann nach den Standübungen in den Vierfüßlerstand, in die Bauchlage, Seitlage, Rückenlage schließen wir das Ganze ab. Alles mit dem Fokus auf dem Popo. Und ganz am Ende, nach der Rückenlage, kommt das Cooldown. Genau, ja, was du dazu brauchst, ist eigentlich nur so ein paar Gewichte, wenn du hast. Geht selbstverständlich immer noch irgendwie ohne, ne? Das ist immer alles möglich, aber mit ein paar Wasserflaschen mindestens kriegst du das auf jeden Fall hin. Ich habe ein paar 5-Kilo-Scheiben, zwei Stück, ansonsten auch Wasserflaschen. Wenn du hast, eine Matte. Ansonsten einen weichen Untergrund, wenn wir später in den Vierfüßlerstand oder jedenfalls einfach auf den Boden kommen, gehen und du dann ja, einen weichen Untergrund hast, was zu trinken, wie gesagt, ein Handtuch und ich habe da noch so zwei Minibands, damit können wir die Übungen so ein bisschen verstärken. In manchen Übungen kann man die nutzen. Ich leite das auch immer an, wenn du welche hast, darfst du sie selbstverständlich gerne benutzen. Ich habe zwei verschiedene Längen, sind beide ungefähr gleich stark, aber beide anders lang. Ich sage dir dann auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn wir sie brauchen könnten. Ja, okay. Das war's. Wir starten mit dem Warm-up. Viel Spaß. Okay, marschier mal. Auf rechts. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Ein. Aus. Letztes Mal. Achtung. Rechtes Bein, großer Bogen. Außen. Komm tief. Bleib unten. Up. Down. Und jetzt die Ferse. Nochmal. Rum. Rum. Po hoch. Tief. Ferse zur Seite. Schulterkreise. Yep. Woo. Nochmal. Round. I'm looking around and it's booty everywhere. Up and down. Ferse zur Seite. Arme locker rudern. Yep. Nochmal. Looking around. It's booty everywhere. Komm hoch. Komm tief. Nach vorne. Knee lift. Drei. Zwei, wechseln. Drei, zwei, wechseln. Nochmal. Höpp, höpp. Letztes Mal. Achtung, Kniebeuge, Abduktion. Tief, rechts und wechsel, links. Höpp, rechts, Beine Rückführung. Tief, zurück. Tief, nochmal. I'm looking around. Up and down. Und die Ferse. Yep. Up and down. Zur Seite. She got what that I like. Popo unten halten. Nochmal rum. Yes. Die Ferse. Zur Seite. Komm, haben wir alles schon. Nichts Neues. Letztes Mal around. Gut. Nach vorne. Knee lift. Hup, hup. Wechseln. Woo. Zack. Zack. Schön ran das Knie. Nochmal. Kniebeuge. Abduktion. Zack. Außen. Hup. Außen. Beinrückführung, tief, zurück, gut, zur Seite, letzte Runde, ja, looking around,
Yes. Up, down, die Ferse nach vorne. Knie lift. Wechsel. Zack, zack, zack. Nochmal. Up. Ein letztes Mal. Atmen. Alrighty. Erste Übung, starten wir zusammen mit den Gewichten, wenn du welche hast. Oder die Wasserflaschen eben. Rücken recht, tief gehen, aufheben. So, es ist eine Kombination aus Kniebeugen und Ausfallschritten. Wir starten zusammen mit einer Kniebeuge. Gesäß hinten unten. Komm hoch, rechtes Bein zurück, tief hoch, vor. Und dann gehen wir wieder in die Kniebeuge. Linkes Bein zurück, okay? Einmal von der Seite, Brust stolz, Rücken gerade. Schön natürlich für Gesäß, Oberschenkel. Zurück, mittig schön tief halten, wieder hoch. Ihr seid bereit? Okay, letzte Chance, um durchzuatmen. Nein, Spaß, später auch nochmal. Aber jetzt erstmal anstrengend. Achtung, 2-2 Kniebeuge. Tief, tief, hoch, Gesäß feste. Zurück. Hoch, nochmal, Kniebeuge, Seite wechseln. Gut, zurück. Achtung, machen wir direkt Single Tempo. Tief, hoch, rechts. Und tief, hopp, links. Easy, zack, Mitte, rechts, hoch, feste, hopp. Super wichtig, den Popo immer schön zusammenkneifen, wenn wir aufrecht sind. Ja, der soll ja auch schön was spüren. Mittig, zack, hopp. Gut. Achtung, wir gehen nur tief rechts. Nochmal. Tief rechts. Hopp. Und rechts. Easy. Hopp. Rechts. Noch vier. Drei. Noch zwei. Achtung. Bleib hinten. Wippe hier. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Mittig tief. Acht, sieben, sechs, fünf. Achtung, komm hoch. Kniebeuge tief links. Tief hoch. Linkes Bein. Komm, zack. Po feste. Links. Komm rein. Zack. Mitte. Bauch stabil, Rücken gerade. Noch vier. Yep. Noch drei. Yep. Zwei noch und dann bleiben wir wieder hinten. Im Ausfallschritt, ja? Achtung. Komm tief, wippe hier. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, vor, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, lösen. Beine locker, war die erste Übung? Hab schon reingehauen. Okay, wir brauchen, wenn du hast, einmal so ein Band. Da nehmen wir das große, genau. Und dann packst du dir das unterhalb deiner Knie. Einmal um die Beine, ja? Wir gehen in eine Kniebeugeposition mit Side-Tap. Kannst du dabei ein Gewicht schnappen, einmal vor der Brust halten, gerne einmal so ein Greifen. Wir kommen hier runter, einfach nur im Wechsel. Rechts, Mitte, links. Steig mit ein. Rechts, Mitte, links, zur Mitte. Höp, Mitte, höp, Mitte, außen. Gut. Schön halten hier. Komm, bleib dabei. Rechts, Mitte, links, Mitte, zack, zack. Komm, durchhalten. Acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, letzter. Achtung, nur rechts. Vier.
3, 2, nächste, 4, 3, 2 und der letzte. Okay, lockern. Ups, Gewicht zur Seite, Miniband, einmal ab. Wir kommen schon zum Mini-Ausdauerteil. Das Ganze wie folgt. Rechts vor, Knie-Lift, zurück, Ausfallschritt, ja? Danach wechseln wir die Seiten. Bereit? In 4, in 3, 4, 3. Rechts startet, auf geht's. Vor, tief. Gut. Zack. Hüpp. Tief. Hüpp. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Komm. Zack. Hüpp. Letztes Mal. Zack. Tief. Locker. Das war's schon. Nächste Übung. Sumo-Kniebeuge. Nimm dir wieder dein Gewicht. Schön weit geöffnet. Beine weit außen. Du darfst beide Scheiben nehmen. Oder auch nur eine. Zusammen in beiden Händen greifen, ja? Beine weit geöffnet. Sumo-Kniebeuge. Knie schieben raus. Gesäß tief hinten unten. Hoch. Gesäß feste. Wir sind bereit. Ich bin bereit. 4, 3, 2. Langsam. 2, 2. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Gut, Rücken gerade, Knie schieben raus. Yep. Schultern hinten, Brust bleibt stolz. Schön in die Bewegung reindrücken in den Popo. Hinten unten, Gesäß oben schön feste anspannen. Und das Atmen nicht vergessen. Achtung, Single Tempo. Yep. Halt die Schultern hinten unten. Komm, zack. Und push. Zack. Push. Achtung, Wippe unten. Dreimal. 3, 2, 1. Komm hoch. 3, 2, 1. Und push. Gesäß feste. Goodie. Bleib dabei. Komm. Noch 4 Stück. Noch 3. 2 noch. Dann gehen wir ein schönes Single-Tempo, ja? In 4. 3, 2. Auf geht's. Komm tief, Gesäß fest. Rücken gerade. Komm, durchhalten. Bleib dabei, komm. Tief, push. Tief, push. Aufgepasst. 4, 4. Ganz langsam. Langsam. Gut. Langsam hoch. Popo. Feste. Langsam tief. Und hoch. Gut. Single Tempo. 8, 7. Komm, gleich geschafft. 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte. Alrighty. Gewicht nochmal zur Seite. Knee Lift plus Lunge Back. Linkes Bein startet. Hoch. Ausfallschritt. In 4, 3, 2. Auf geht's. Hoch. Zack. Hoch. Zack. Hoch. Zack. Hoch. Zack. Hoch. Gut. Durchhalten. Letztes Mal. Gut. Nochmal Side-Tap. Wenn du möchtest, mit dem Band oder einfach nur mit dem Gewicht, ja? Darfst auch gerne ein bisschen mehr Gewicht nehmen. Okay. Halt hier unten.
Sidecheck. Auf geht's. Wechsel. All hip. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Bringe mal gerade Schultern hinten, ja? Noch vier. Im Wechsel. Drei. Zwei. Achtung. Nur rechtes Bein. Auf geht's. Rechts. Rechts. Gut, bleibt dabei. Wichtig, bauchfeste Gesäß unten halten, ja? Yep. Bleib schön unten. Brust stolz, Rücken gerade. Seite wechseln. Rüber. Rüber. Komm, komm. Linkes Bein. Gleich geschafft. Vier. Drei. Zwei noch und der letzte. Gut. Locker. Schultern locker, Beine locker. Atmen. Kniebeuge. Und Lunge zurück. Alrighty. Achtung. Vier. Drei. Zwei, zwei. Kniebeuge. Tief. Komm hoch. Rechts zurück. Gut. Bleibe. Rechts. Easy. Tief. Hoch. Gesäß feste. Gut. Noch einer in dem Tempo. Bleib schön auf rechts. Easy. Single Tempo. Auf geht's. Hup. Zack. Hup. Durchhalten. Komm, komm, komm. Knie mal leicht nach außen drücken in der Kniebeuge. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Seite wechseln. Zwei, zwei. Mitte. Tief. Tief. Linkes Bein. Zurück. Komm hoch. Nochmal. Mitte. Gesäß feste. Zwei Stück noch in dem Tempo, ja? Runter. Und feste. Zurück. Gut. Runter. Easy. Aufgepasst. Single. Auf geht's. Zack. Hup. Mittig. Easy. Komm, durchhalten. Hup. Ich möchte noch. Ach. Sieben. Sechs. Fünf. Gut. Achtung. Ihr kennt das Wippen, ja? Achtung. In vier. Drei. Zwei. Kniebeuge. Halte. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Rechtes Bein. Halten. Yep. Vier. Drei. Kniebeuge. Halten. Yep. Vier. Drei. Zwei. Linkes Bein. Yep. Gleich geschafft. Vier. Drei. Zwei. Löse. Bein ausschütteln. Mach mal die Gewichte zur Seite. Und trink mal schnell was, ja? Bleib in Bewegung. Okay, wir haben schon zur Matte geschafft. Einmal die Matte schnappen. Einmal lang machen. Nehmen uns mein Handtuch. Zip. Okay, Gewichtsscheiben, Flaschen, alles schön in der Nähe halten. Damit wir da gleich nicht aufstehen müssen, um was zu holen. Das packe ich mal hier hin, damit ihr mich gut sehen könnt. Okay,
macht mal einen super großen Ausfallschritt über die Matte. Tief. Einmal in den Vierfüßlerstand. So, erste Übung. Abduktion. Wir brauchen kein Gewicht, kein Bändchen, gar nichts. Wir brauchen nur unser langgestrecktes Bein. Links ist angewinkelt, rechts ist lang. Hände unter der Schulter, Ellenbogen leicht gebeugt. Und dann geht's wie folgt. Abduktion. Nach außen oben, wieder ran, ja? Langes Bein hoch, wieder ran. Achtung. 4, 3, 2, 2. Lass dir Zeit. Öffnen. Ran. Öffnen. Ran. Außen oben. Wieder ran. Hier, schön für den Popo. An der Popofalte. Schön gut am Trainieren. Komm, hoch. Und ran. Guti. Achtung. Single-Tempo. Auf geht's. Hüp. Und hüp. Langes Bein. Bauch ist feste. Blick schön zur Matte, zum Boden gerichtet. Öffnen. Schließen. Auf. Zu. Komm, 8 machen wir noch. 8. 7. Lass den Popo brennen. 6. 5. 4. Komm, 3. 2. Achtung, Seite wechseln. 2, 2. Lang. Und wieder ran. Zehenspitze zeigt zum Knie. Ferse führt die Bewegung, okay? Öffnen. Tief. Und das Atmen dabei nicht vergessen. Bauch ist auch schön feste, ja? Ferse führt. Mach das Bein lang. Spür schön Gesäß. Bisschen Beinrückseite, Beinaußenseite. Achtung. Single Tempo. Auch hier 16 Stück. Auf. Zu. Auf. Zu. Komm. Hüp. Perfekt. Komm, die Ferse auch ein bisschen höher als die Hüfte, ja? 8 noch. 7. 6. 5. Noch 4. Dann möchte ich nochmal einen Seitenwechsel. Single Tempo, ja? In 4. 3. 2. Wechsel. 8. 7. Komm. 6. 5. Noch 4 Stück. 3. Ready machen, Seite wechseln. 8 Stück auch hier. 8. Komm, die letzten. 7. 6. 5. Gesäß schön auf Spannung. Durchhalten. Bauch, Nabel Richtung Wirbelsäule. Lass den Rücken gerade. Und der letzte. Okay, locker. Füße strecken, einmal kurz auf dein Gesäß setzen. Alrighty. Machen wir direkt einen zweiten Satz hinterher, ja? 4, 3, nochmal. Single Tempo. Auf geht's. Und hip. Easy. Atme dabei. Ferse führt die Bewegung. Hop. Langes Bein. Langes Bein. Denk dran. Noch 4, 3, 2 Stück und dann wechseln wir die Seite. Auf geht's. Hüpp. Komm, Ferse führt. Streck dein Knie. Schön Hüfte lang machen. Noch 8. 7 machen wir noch. Atme dabei. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Spür den Popo. Lass es brennen. Also bei mir brennt es auf jeden Fall. Nochmal Seite wechseln. 8 Stück. Die letzten. Auf rechts. 7. 6. Komm, durchhalten. 4, 3, 2 und nochmal rüber. 8 Stück. Die letzten auf dieser Seite. 7. Komm, gleich geschafft. 4, 3. Perfekt. Und der letzte. Okay, ran. Kurz aufs Gesäß setzen.
Und dann gehen wir in den Leg Circle. Wenn du möchtest, kannst du dabei dein Band einmal um die Oberschenkel wickeln, Oberschenkel binden. Diesmal aber unterhalb des Knies. Da nehme ich einmal ein Band. Ups, ist ganz schön eng hier. Okay, Leg Circle. Sieht so aus. Hände auch wieder unter der Schulter. Bein. Wieder ist schön lang, ja? Leg Circle. Das hält nicht. Okay, wenn ihr ein lockeres Band habt, dann macht ihr das mit dem Band. Ich mach's ohne. Das ist zu eng. Nicht schlimm. Schau mir zu. Leg Circle, ja? Ferse führt. Achtung, steigt mit ein. Kleine Bewegungen. Gesäß feste. Bauch ist feste. Und hüpp. 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 Guti. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm, komm, komm. Vier. Gleich geschafft. Drei. Zwei. Achtung. Seite wechseln. Und hoch. Kleine Bewegungen. Schön auf Hüfthöhe halten. Die Ferse macht die kleinen Kreise, ja? Die kleinen Circles. Hüpp, 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 hüpp. Durchhalten. Vier, drei, Seite wechseln. Komm, hüpp, hüpp. Ferse führt. Vier, drei, zwei, und nochmal, wechseln, langes Bein, komm, 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 komm. Guti, gleich geschafft, vier, drei, zwei, okay, lösen. Füße strecken, auf dein Gesäß setzen, Puppe entspannen. Und dann gehen wir zusammen in die Bauchlage. Einmal dazu, wie der Name sagt, auf den Bauch legen. Ich mache mich einmal bereit. Gut. Deine Hände machen so einen Diamanten. Mit den Händen formst du den Diamanten und den Kopf legst du, die Stirn legst du auf. Deine Beine sind gestreckt, deine Zehenspitzen aufgestellt. Und jetzt tappst du im Wechsel. Rechts außen, Mitte. Links aus. Wenn du magst, darfst du wieder dein Band zur Hilfe nehmen und einmal um die Oberschenkel binden, ja? Und breit machen. Ready? In vier. Drei. Zwei. Achtung, im Wechsel. Öffnen. Rechts. Links. Rechts. Links. Öffnen. Schließen. Auf. Zu. Hüpp. Noch acht. Sieben. Sechs. Zwei pro Seite und dann öffnen wir nur mit rechts. Bereit machen. In vier. Drei. Zwei. Auf geht's. Auf. Zu. Auf. Zu. Hüpp. Hüpp. Vier. Drei, zwei, komm, Seite wechseln, lass das Bein lang. Schön aus der Hüfte, aus dem Popo. Hüfte gestreckt. Hüpp. Hüpp. Vier, drei, zwei, das Ganze im Wechsel. Öffne die Beine, auf geht's. Rechts, Mitte, links, Mitte, auf, zu, auf, zu. Hüpp. Hüpp. Nochmal nur die rechte Seite. Komm, du hast es gleich. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Gut. Vier. Drei. Zwei. Nochmal rüber. Auch hier acht Stück. Dann haben wir es. Sieben. Komm, durchhalten.
Langes Bein. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Okay, löse. Setz mal deine Hände unter die Schultern auf. Komm hoch auf dein Gesäß sitzen. Und dann gehen wir gleich in die Seitlage. Popo entspannen. Wieder anziehen. Okay, dann komm auf die Seite. Beide Beine, ja, angewinkelt. Die sind so aufgefächert. Das ist der Pretzelsitz und das machen wir jetzt mit einer Abduktion. Das untere Bein bleibt am Boden, oberes Bein hebt an, kommt wieder tief, ja? Schön hier für den Booty hier oben, ja? Schön hohen Popo. Alrighty, du kannst dich hier an der Seite abstützen, Unterarm oder hier vorne, okay? Achtung, 2-2. Hoch. Komm tief. Lang. Gut. Komm, hochhalten. Absetzen. Deine Variante. So wie es für dich angenehm ist, ja? Single Tempo. Zack. Zack. Yes. Das Bein bleibt die ganze Zeit angewinkelt, okay? Schön anheben. Absetzen. Hoch. Tief. Spür hier bei der Außenseite, Gesäß. Atmen. Durchhalten. Gut. Komm. Vier. Drei. Und dann möchte ich, dass wir oben wippen. Zwei. Achtung. Komm nochmal hoch. Acht. Sieben. Sechs. Komm, komm, komm. Durchhalten. Fünf. Vier. Woo. Drei. Das brennt. Zwei. Oh, der letzte. Okay, locker. Entspannen. Zweiter Satz. Hinterher. Gleiche Seite. Nochmal ausbrennen lassen, ja? Ready? Single Tempo. 16 Stück, dann wippen wir. In 4, 3, 2. Auf geht's. Hoch. Tief. Hoch. Komm. Höp. Höp. Deine Lage. Wie du möchtest, okay? Gucci, 8 Stück noch. 8. 7. Dann kommen wir zum Wippen. 6. Atmen dabei. 4. Lass es schön brennen. 3. 2. Achtung. Halte oben. Höp. 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 Gleich geschafft. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, okay, lösen. Zu 0,2 Popo-Hälften. Die andere müssen wir auch noch machen. Seite wechseln. Einmal rum. Auffächern die Beine. Angewinkelt, beide angewinkelt. Unteres Bein bleibt feste, oberes Bein löst. Okay, deine Variante. Ready machen. Erstmal wieder 2-2, schön in die Bewegung reinführen und dann in Single-Tempo brennen lassen. In 4, 3, 2, auf geht's. Hoch, schief. Komm, anheben und senken. So minimal ablegen, okay? Guti. Achtung, Single. Und zack. Zack. Bein bleibt stabil. Schön Popo, Oberschenkel, Außenseite. Hier und hier. Da liegt der Fokus. Ich möchte noch 8 im Single und dann wippen wir wieder eine Runde. Okay, ready? In 4. 3, durchhalten. 2. Achtung, komm hoch. Gleich geschafft. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, locker. Entspannen. Aber wir haben den zweiten Satz, hatten wir gerade auch. I'm sorry, da müssen wir auch nochmal durch. Okay. Single Tempo in 4, 3, 2. Auf geht's. Hoch. Und zack.
Atmen. Ferse führt die Bewegung. Du weißt Bescheid, ja? Okay, 8 sind es noch im Single. Und dann lassen wir es wieder schön brennen beim Wippen. Hüpp. Hüpp. Okay, 4. 3. Schön das Knie mit hoch. 2. Wir kommen ins Wippen. Komm, hüpp. Zieh durch. Hüpp. Hüpp. Die letzten Wiederholungen. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, okay, das war gut. Entspann deinen Popo, deine Beinaußenseite. Darfst auch mal kurz was trinken. Und dann gehen wir auch schon in die Rückenlage. Ins Becken heben. Ja, und das sind verschiedene Varianten. Dazu brauchst du nochmal deine Gewichte. Wenn du hast, ansonsten nimmst du die Wasserflaschen, positionierst sie auf deinem Becken. Dann kommen wir einmal rum. In den Sitz. Einmal ordentlich machen. Roll dich einmal ab. Greif dein Schienbein auf den Rücken legen, ja? So, dann die Gewichte, die brauchen wir natürlich. Beziehungsweise die erste Übung: Single Knee Lift, Single Beckenlift, Single Leg Glute Bridge. Genau, so heißt es. Fersen sind aufgestellt. Ein Bein ist gelöst. Zehenspitze zeigt zu dir ran. Rechts ist feste. Deine Hände fest auf der Matte. Gesäß drückt nach oben. Komm tief. Steig mit ein. Push hoch. Komm tief. Oben Popo feste und achte drauf. Eine Linie, ja? Oberschenkel, Becken und Oberkörper in einer Linie. Hoch. Komm, hopp. Aufgepasst. Single Tempo. Hopp. Hopp. Komm, durchziehen. Wir sehen es auf Spannung. Oberschenkel macht auch mit. Oberschenkel Rückseite auch. Hopp. Ich möchte noch 4. Dann wechseln wir die Seiten. 3. 2. Und der letzte. Okay. Links feste. Rechts gelöst. 4. 3. 2, 2. Auf geht's. Hoch. Tief. Gesäß feste oben. Absetzen. Hopp. Absetzen. Ferse schön aufgestellt. Komm. Hopp. Achtung. Tempo, auf geht's und zack, zack, hopp, hopp, 8, 7, 6, 5, komm, 4, 3, 2 und der letzte, lösen, Seite wechseln, Achtung, 4, 3, Single Tempo, auf geht's und push, tief, push, schön beim Rückseite, Gesäß, alles in eine Linie bringen, Oberschenkel, Becken und Oberkörper, 8, komm, 7, 6, 5, mach 4, 3, 2, nochmal Seite wechseln, lösen, armes Bein lang, Ferse Feder feste, 4, 3, 2, ab jetzt. Push. Push. Guti. Guti, Guti. 8 noch. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Okay, locker. Beine ausschütteln. Wenn du magst, darfst du jetzt deine Bänder noch mal zur Unterstützung beziehungsweise ja, als kleine Hürde noch mal nehmen. Die packst du um deine Oberschenkel unterhalb deines Knies. Nimmst du deine Gewichte, gerne schön 4 Gewichte, auf deinen Unterbauch ablegen. Deine Beine
Hüftbreit geöffnet, Füße aufgestellt. Wir kommen hoch in die Glute Bridge. Öffnen, schließen, wieder tief. Achtung, es geht los. Hoch, auf, zu, komm tief. Hoch, öffnen, schließen. Hopp, Gesäßfeste. Oben immer schön auf Spannung. Gut, und zack. Auf, zu, hoch. Easy, komm, komm, komm. Hopp, auf, zu. Ich wette, bei euch brennt es mindestens genauso wie bei mir, ja? Wenn nicht, Puppe noch ein bisschen mehr zusammenkneifeln. Bring den Oberschenkel mit Becken und Oberkörper in eine Linie, ja? Hopp, auf, zu, tief, hopp, auf, zu. Schaffst du. Zack. Durch heute. Hopp, auf, jetzt. Die letzte. Vier. Hopp. Auf. Drei noch. Noch zwei, dann darfst du ablegen. Und der letzte. Woo. Okay. Entspann die Oberschenkel. Und die Beine. Aber ich möchte noch einen zweiten Satz. Weil die so gut brennt. Im Popo. Okay. Machen wir. Direkt zweiter Satz. In vier, drei, zwei, komm hoch, ab, zu, tief und ab, auf, zu, tief und ab, auf, zu. Gucci, schön den Rücken fester am Boden, Schulterblätter fester am Boden, halt die Gewichte feste, Pobacken zusammenkneifen. Komm. Durchhalten. Wir haben eh nicht mehr lange. Hopp, zu, nochmal. Hoch, auf, zu. Hoch. Komm, wir bleiben nur in dem schönen Single-Tempo. Schön viele Wiederholungen ausnutzen. Und zack. Auf, zu, tief. Hopp. Komm, 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 das wird gut. Also bei mir brennt es mega krass. Achtung, wir werden noch mal ein bisschen langsamer. Schön in die Bewegung rein. Hoch, 2-2. Öffnen. Schließen. Und tief. Nochmal. Hoch, hoch. Öffnen. Schließen. Und tief. Nochmal. Hoch. Öffnen. Die letzten Wiederholungen. Schließen. Runter. Gut. Öffnen. Schließen. Und tief. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Und mein Booty auch. Okay. Gewichte zur Seite. Nur noch entspannen. Mach dich lang. Streck dich, wenn du möchtest, am Boden. Und dann, wenn du soweit bist, darfst du schon mal deine Beine rannehmen, Schienbeine umgreifen und so ein bisschen wieder über den Rücken kullern von links nach rechts über die Rückenmuskulatur. Wenn du das Gefühl hast, ist es eher so, dass du auf deinen Wirbeln rollst, nimmst du die Füße noch ein bisschen mehr Richtung Boden. Streck den Rücken etwas mehr. Okay, in der Mitte einmal auspendeln. Hände und Füße, beziehungsweise Sprunggelenke. Aneinander, Füße geschlossen zusammen und die Knie nach unten außen drücken. So nehmen wir einmal die Beininnenseite. Okay, Beine schließen, rechtes Bein geht einmal tief, links fester ranziehen. Oh,
Bein strecken, Rückseite umgreifen. Bein lang machen, spür die Beinrückseite, einmal die Dehnung in der Beinrückseite. Gerne noch ein bisschen mehr ranziehen. Der Kopf bleibt die ganze Zeit schön entspannt. Auf der Matte, auf deinem Handtuch liegen. Dann packst du einmal den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, greifst durch die Mitte, ziehst einmal das Bein ran und drückst den Ellenbogen mal gegen den Oberschenkel runter. So dehnen wir einmal unser Gesäß. Okay, lösen. Seite wechseln. Einmal rechts ran, links tief. Hüftbeuger. Bein lang machen, Bein Rückseite umgreifen, Bein Rückseite dehnen. Auf den Oberschenkel, durch die Mitte durchgreifen und den Popo dehnen. Okay, lösen. Mit Schwung einmal hoch in den Sitz. Einmal rum in den Vierfüßlerstand, einmal in den Kniestand bzw. auf dein Gesäß setzen. Dann darfst du einmal die Brust öffnen. Ich drehe mich mal zu euch. Brust öffnen, Daumen zeigen nach hinten, Arme schön weit nach hinten und ausatmen, Hände vorne schließen und den Rücken öffnen. Nochmal ein. Und aus, tief und die Schultern weit nach unten ziehen, den Kopf kreisen. Für den Nacken. Okay, einmal lösen, einen Schritt vor, in den Stand. Einmal noch die Oberschenkel Vorderseite dehnen. Rechte Sprunggelenk, rechte Hand zusammen, Beine schließen, Knie nebeneinander und Hüfte vor. Oberschenkel, Vorderseite und Hüftbeuger öffnen. Einmal lösen. Seite wechseln. Schließen. Und, ups, Hüfte vor. Gesäß feste. Okidoki. Und lösen. Bein ausschütteln. Ganz tief ein. Und ausatmen. Nochmal ein. Aus. Letztes Mal. Streck dich. Mach dich lang. Zieh nochmal nach oben. Fester Stand. Handflächen zusammen vor die Brust. Dankeschön, Sophie. Sehr gut. Wir sind fertig. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich hoffe, dein Popo brennt so wie meiner. Also, der tut's auf jeden Fall. Ich hoffe, deine auch. Ich denke schon. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Gerne wieder BootyX, BodyX, X-Step, Sixpack, alles, worauf du Bock hast. Mach gerne mit. Wir freuen uns immer, wenn wir schön viele Besucher haben. Bis dann. Ciao. I'm looking.